Willkommen zu meiner Leseliste für den Monat Februar. Eigentlich wollte ich die Leselisten ja irgendwie kürzer halten. Ist mir jetzt auch nicht so gut gelungen, aber ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 6 Bücher rausgesucht. Und ich werde es einfach versuchen. Zum einen habe ich eine weitere Subleiche auf meiner Leseliste, und zwar The Sun is Also a Star von Nicola Yoon. Ja, ich habe ja von ihr Everything Everything gelesen, das fand ich großartig und das Buch kam danach raus und war halt auch voll gehypt. Und hier geht es quasi um ein Mädchen und einen Jungen, wobei das Mädchen irgendwie abgeschoben werden soll aus Amerika und ja, die sich quasi einen Tag lang, soweit ich das verstanden habe, halt darum bemühen, dass das halt nicht geschieht und sich wahrscheinlich ineinander verlieben, keine Ahnung, sowas in der Art. Ist halt Young Adult Contemporary, ist also nichts mit Fantasy oder so. Das Cover ist einfach traumhaft. Ich liebe dieses Cover. Ja, also das ist auf jeden Fall auch schon ewig auf meiner Wunschliste gewesen. Und nachdem ich es dann hatte, auch dann jetzt noch ewig auf meiner auf meinen Stapel ungelesener Bücher. Und jetzt muss es endlich dran glauben. Ein Buch, was ich noch nicht so lange besitze, was aber auch mehr oder weniger ein Klassiker ist. Und zwar von John Boyne, Der Junge im gestreiften Pyjama. Ist auch nicht besonders dick. Ja, geht halt um einen Jungen, der in einem KZ im Zweiten Weltkrieg lebt für eine Zeit lang. Ich weiß noch nicht, wie die Geschichte ausgeht, braucht mich nicht spoilern. Es gibt auch einen Film davon. Ja, also ich will den unbedingt auch mal irgendwie lesen. Das wäre sicherlich auch mein erstes Buch von John Boyne, was ich lesen würde. Dann wollte ich ja ein paar Reihen weiterführen dieses Jahr, und zwar unter anderem die Magisterium-Reihe, und zwar ist das Der Schlüssel aus Bronze, geschrieben von Holly Black und Cassandra. Der ist auch schön eingeschweißt. Das ist der dritte Band, den vierten Band habe ich auch noch. Also die ersten beiden Bücher habe ich als Hörbücher gehört, fand ich nicht schlecht. Hat gewisse Ähnlichkeit mit Harry Potter, aber nicht so, ja, nicht so mega. Also ich fand im zweiten Band die Ähnlichkeiten auch von der Geschichte her zumindest irgendwie schon fast ganz weg. Also es geht halt natürlich um einen Jungen, der ja quasi ein Zauberer ist und auf eine Zauberschule geht. Ist so, ne? Ja, die Bücher werden irgendwie immer dünner. Kommt es mir nur so vor. Dann habe ich noch ein Themenband hier, und zwar Rebel, Gläserne Stille von Miriam H. Hübeli. Das ist aus dem Drachenmund Verlag. Das wäre mein erstes Drachenmund-Verlagsbuch für dieses Jahr. Und ja, da wollte ich ja auch unbedingt mal meinen Stapel abarbeiten. Das ist der zweite Band und den ersten habe ich letztes Jahr, glaube ich, gelesen. Fand den erstaunlich gut. Ja, das ist sehr schön aufgemacht von innen. Also es gibt hier auch sehr viele Illustrationen drin. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Ist auch nicht so dick. Achso, da geht es halt um ein Mädel, das durch Spiegel in eine Parallelwelt gehen kann, wo es halt auch Menschen gibt, und einige von diesen Menschen können auch in unsere Welt reisen, und aber in dieser Parallelwelt ist eine Art Krieg zugange, wo sie natürlich ja, helfen soll sozusagen. Dann habe ich noch ein Königskinder Verlagsbuch auf dieser Leseliste, und zwar Lieber Feind von Jean Webster. Das ist die Fortsetzung von Lieber Lily Longlegs. Den fand ich ja absolut großartig, war absolut ein Highlight von 2018 für mich. Das ist die Fortsetzung und ich verwahr mir den so ein bisschen, weil ich total blöd ist. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Deswegen muss er im Februar dran glauben. Und zuletzt The Blood of Olympus, The Heroes of Olympus, der letzte Band, der fünfte von Rick Riordan. Ich will die Serie endlich abschließen. Also ich habe da jetzt mindestens 3 Jahre drum gelesen. Und das ist der letzte Band. Und ich schaffe es, ich schaffe es. Glaub an mich. Ja, auch in dieser Geschichte geht es um Percy Jackson, um die Camp Half-Blood, um seine Freunde. Hier kommt auch noch die römische Mythologie hinzu. Also nicht nur die griechische, sondern auch die römische. Ja. Ist der letzte Band. Ich werde es schaffen. Also der vierte Band, den fand ich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich ja im Dezember letzten Jahres gelesen. Deswegen bin ich eigentlich recht optimistisch, dass der fünfte Band auch nicht so schlecht wird. Und da hätte ich die Reihe auf jeden Fall abgeschlossen.
Genau, das war meine sehr ambitionierte Leseliste. Ich werde wahrscheinlich auch noch weitere Hörbücher hören. Also, was ich schon angefangen habe und was ich definitiv beenden werde im Februar, ist Elias und Laia, der zweite Teil. Und was ich eventuell noch hören möchte, ist wie heißt denn das auf Deutsch? Das Gold der Krähen, also das Lied der Krähen, der zweite Teil. Weil ich fand den ersten, habe ich diesen Monat gehört und den fand ich großartig. Deswegen möchte ich den zweiten jetzt möglichst zeitnah hören. Und ja, das wären so meine Hörbücher für den Monat Februar. Ja, das war meine Liste für den Februar. Ihr könnt auch gerne wieder schreiben, wenn ihr schon was davon gelesen habt, wie ihr die Bücher fandet und ja, was für Reihen ihr denn so beenden wollt dieses Jahr oder welche Bücher ihr für den Februar vorgenommen habt. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.